Diese Vorstellung lähmte uns. Wie sollten wir das Problem lösen? Eine ganze Nacht lang dachte ich nach. Und plötzlich hatte ich die Lösung. Ganz einfach. Wir müssen so tun, als ob wir ein Rollwagenkommando sind. Dann gehen wir durch das Tor, Arbeit macht frei. Und jeder meint, wir seien ein richtiges Kommando. Damit würden wir weder aus unserem Block fliehen, noch aus unserem Arbeitskommando. Wir würden als ein eigenes Kommando fliehen. Und wenn sie uns rausließen, hätten sie ein fiktives Kommando hinausgelassen. Und das würde eben nicht zurückkehren. Nun hatten Rollwagenkommandos oft mehr als ein Dutzend Häftlinge. Bei leichteren Rollwagen waren es schon mal weniger, aber mindestens 4 Häftlinge waren es immer. Kommandos mit weniger Häftlingen gab es nicht. Janik und ich waren schon mal 2. Aber wir mussten es schaffen, 4 Leute zusammenzukriegen. Janek fiel es leicht, Josef Lempart, der mit ihm arbeitete, für unseren Plan zu gewinnen. Er war sofort einverstanden. Und vor allem war er als Geistlicher völlig unverdächtig. Jetzt sagte Janek: Kasek, du musst den 4. Mann besorgen. Ich war mit Zbyszek Damasiewicz, Nummer 260, befreundet. Ich konnte aus Rücksicht auf meine Eltern und Brüder nicht mit ihnen fliehen. Ich wusste, was die Deutschen mit ihnen machen würden. Wenn ein Häftling floh, brachten die Deutschen seine ganze Familie ins Lager und liquidierten sie. Ich weihte dann Staszek Jaster ein, auch ein Pfadfinder und ein kämpferischer Bursche. Er war sofort dabei. Ja, lasst es uns versuchen, sagte er. Und so waren wir zu 4. Uciekać mogliśmy tylko jeden dzień w tygodniu. Nur ein einziger Wochentag kam für unsere Flucht in Frage, der Samstag. Samstags arbeiteten wir nur bis 12 Uhr und kamen dann ins Lager zurück. Danach schloss die SS das Magazin ab und verließ das Lager. Das war unsere einzige Chance. Schließlich ist er da, unser Tag, der 20. Juni 1942. Es ist Mittag. Wie immer versammelt sich unser Kommando zum Abmarsch ins innere Lager. Dort gibt es Suppe und danach treffen wir uns auf dem Dachboden eines halbfertigen Blocks. Janek übernimmt das Kommando. Staszek, hast du die Vorarbeiterbinde für Kasek? Ja, hab ich. Josek, ist der Tank voll? Ich hab voll getankt und wir haben noch einen Kanister extra. Wir hatten ausgemacht, sollten wir scheitern, bringen wir uns selbst um. Auf keinen Fall würden wir noch auf dem Lagergelände für Aufruhr sorgen. Janek schlägt vor, einige Minuten innezuhalten. Ich verstehe, was er meint. Es ist Zeit, an unsere Familien zu denken. Ein paar Minuten später. Auf geht's, Jungs. Es wird schon klappen. Wir gehen vom Dachboden hinunter, holen uns hinter der Küche einen Karren voller Kartoffelschalen, zerknüllter Kartons und dergleichen
und gehen damit zum Tor Arbeit macht frei. Ich melde den Wachen unseren Abmarsch. Jedes Arbeitskommando, das das innere Lager verlässt, muss eingetragen sein. Die Frage ist, sieht der SS-Mann im Buch nach oder nicht? Wir vertrauen fest darauf, dass er nicht nachsieht. Und tatsächlich, er sagt nur, ab mit euch. Wir ziehen los. Den ersten Schritt in die Freiheit haben wir geschafft. Aber noch fehlen einige. Auf dieser Straße geht es lang. Dann biegen wir ab und lassen die Karre stehen. Alle vier gehen wir jetzt zur Garage. Janek öffnet sie mit einem nachgemachten Schlüssel und zeigt uns unser Fluchtauto. Staschek bleibt erstmal da. Er soll aufpassen, was sich auf der Lagerseite tut. Janek wird später mit dem Auto nachkommen. Ich gehe mit Josek zur Klappe. Wir versuchen, sie aufzukriegen. Aber es geht nicht. Wir versuchen es noch einmal. Aber sie ist wie angeschweißt. Ich winke Staschek herbei. Er kommt und packt mit an. Schließlich schafft er es, die Klappe anzuheben. Nacheinander springen wir hinunter auf den Koks. Staschek ist der Letzte. Er schließt die Klappe. Wir sind im Keller. Endlich im Kohlenkeller. Aber wir hätten es nie bis hierhin geschafft, wenn ich nicht am Vormittag beim Kokschippen die Schraube gelockert hätte. Das ist der Weg zum Kesselraum. Ja, genau hier geht es lang. Und hier war die Tür zur Halle. Jetzt ist sie zugemauert. Hier hat Staschek hinter dem Ofen ein Brecheisen gefunden. Damit haben wir die Tür aufgestemmt. Und da geht's in die Halle. Hier sind wir durch. Früher waren hier Gleise, auf denen wir die Waggons mit Waren geschoben und sie verteilt haben. Gleich dahinter muss die Treppe sein, über die wir in den zweiten Stock kommen, zur Bekleidungskammer. Wir sind im zweiten Stock. Ich kann schon die Tür zum Waffen- und Uniformlager sehen. Die stemmen wir auch mit dem Brecheisen auf. Wir suchen uns alles zusammen, was wir brauchen. Zum Schluss die Uniformen. Für mich findet Josek die Uniform eines Untersturmführers. Zwei Helme, dann die Waffen und zum Schluss die Munition. Jetzt so schnell wie möglich runter zur Wagenrampe. In Uniform und mit voller Bewaffnung kommen wir dort an. Plötzlich hören wir ein Auto kommen. Deutsche. Was jetzt? Kommen sie hier rein oder nicht? Und was, wenn sie reinkommen? Hände hoch, ich mit der Pistole und Staschek auf der anderen Seite? Wir warten. Das Auto wird wieder angelassen und sie fahren weg. Wir atmen auf. Wyszedłem na rampę.
Ich gehe in meiner SS-Uniform hinaus auf die Rampe. Jenseits der